Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen RC-Video hier auf dem Kanal Johnny Fuß. Und heute stelle ich euch nochmal den DBXL 2.0 von Losi vor. Ja, den werden wir heute schön fahren. Über den werden wir heute sprechen. Ein Auto, welches man, finde ich, nicht so häufig sieht. Das hier ist die 8S-Version, gibt es noch als 12S-Version, aber ich kann euch jetzt schon an dieser Stelle sagen, 12S-Version lohnt sich, finde ich, nicht. Werden wir nachher später im Video auch noch miteinander vergleichen. Also da wird Andi noch mit dazu stoßen, der hat die 12S-Version. Aber jetzt bashen wir erstmal eine Runde, Freunde. Wenn ihr noch mehr RC-Videos sehen wollt, Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und let's go! Wow! Alter, der ist so gigantisch groß und der hat auf jeden Fall Power. Alter, wie der die Wiese wegballert, das gibt's doch gar nicht. Ey, Funke, sei mal ruhig, Mann. Die Akkus sind noch nicht leer. Oh, wie sich das auch anhört. Übrigens, die Rampen hier, die sind gar nicht für so große Fahrzeuge ausgelegt, aber schaut euch das an. Man kann's schon machen. So schnell gehen die nicht kaputt. Geil, Mann. Ach du Scheiße, wie hoch der fliegt. Alter. Ey, das muss ich kurz dem Andi zeigen, ne? Ich sag's euch, das ist schon heftig, wie der abhebt, ey. Oh, das war nix. Oh. Ey, wie der abhebt und gar nicht mehr runterkommt, wie lange der in der Luft da ist, ne? Alter, die Rampen sind echt sehr geil. Also RC Red Pack, das habt ihr richtig geil gemacht, Mann. Unglaublich. Ah, der war ein bisschen schlechter, aber trotzdem noch geil. Schaut euch das mal an, ey, wie die Wiese hinten wegfetzt. Oh, das war ein bisschen übertrieben. Kurz Kontrolle, alles gut, weiter geht's. Das gibt's doch nicht, Alter, wie der fliegt. Ey, Schatz, du kannst filmen, juhu, ich hab dich schon vermisst. Ja, ich habe angerufen, aber wenn du nicht dran gehst. Auf die Plätze, fertig, los! Alter, wie wir die Wiese hier platt gemacht haben. Also Freunde, der Losi DBXL 2.0, wie ihr gesehen habt, der kann schon geile Sprünge machen. Ich muss auch sagen, der lässt sich wirklich außergewöhnlich gut in der Luft steuern. Macht sehr viel Spaß, ist stabil, geht nichts kaputt. Also bisher ist nichts kaputt gegangen und der war schon ein paar Mal im Einsatz. Ich würde sagen, wir wechseln die Location und dann zeige ich euch mal die 12S-Version. Dann machen wir nochmal ein schönes Rennen und. Also bis gleich. Freunde, nochmal kurz etwas anderes. Wir sind jetzt 200 Meter von der Rennstrecke entfernt und die Wiese, wo die Rennstrecke halt drauf ist, hat Andi sein Bruder zur Verfügung gestellt. Ja, gut geworden. Und Andi sein Bruder, der hat auch einen richtig schönen Hof, wo ihr Urlaub machen könnt. Und wenn ihr da Urlaub macht, könnt ihr auch Andi treffen. Logisch, die RC-Freunde Bayerwald sind auch am Start, ne? Also für alle RC-Interessierten, die mit Andi mal eine Runde fahren wollen und so. Schoffer Hanselhof, ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Da drin könnt ihr übernachten und schaut euch mal diese schöne bayerische Aussicht an. Und falls ihr euch auch nicht für RC interessiert, hier im Bayerischen Wald gibt es auf jeden Fall genug Aktivitäten, wo es sich lohnt, mal was zu unternehmen. Definitiv. Jetzt da mal auf die Rennstrecke, komm. Ja, ab geht's zur Rennstrecke. Also Freunde, das ist mein 8S-Modell, das hier ist das 12S-Modell. Äußerlich unterscheidet sich das gar nicht von dem 8S-Modell. Der hat hier nochmal andere Räder drauf, die habe ich zu Hause auch. Vielleicht hast du damit ein bisschen mehr Grip hier auf der Wiese und auf der Rennstrecke. Ansonsten, ja, 2x6S-Lipo und Alter, das sieht schon ganz schön fett aus, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja, passt doch zu mir. Machen wir erstmal ein Drag Race, oder? Ja, klar. Also rechts 12S. Links 8S. Mal gucken, wer das Rennen machen wird. 1, 2, 3. Oh. Also man sieht eigentlich gar keinen Unterschied, ne? Also Freunde, so wie ich gesagt habe, Alter, man sieht einfach keinen Unterschied. Obwohl das 12S-Ding viel fetteren Motor hat und natürlich auch 4 Zellen mehr hat. Das gibt's nicht. Und dann auch noch die Stollenreifen. Also normalerweise sollte der den schon abziehen, aber nee, Mann.
Ist traurig, ist echt einfach nur traurig. Ach, eins habe ich vergessen zu erwähnen. Das 12S-Monster ist anders geritzelt. Ja, vielleicht könnte er schon ein bisschen schneller sein, aber ich glaube nicht. Also meiner Meinung nach lohnt sich das einfach nicht. Und das hier ist die gute bayerische Rennstrecke. Ist noch nicht ganz fertig, aber da haben wir eine geile Steilkurve. Ja, komm, ich mache mal ein Rennen gegen Andi. Ich lass dich gewinnen, damit du auch mal einen Erfolg im Leben hast, ne? Auf die Plätze, fertig, los! Oh Freunde, das gibt's doch gar nicht. Schaut euch das an. Ich habe eine Antriebswelle verloren. Ey, wie ist das denn passiert? Es war doch überhaupt nichts Krasses jetzt los. Die ist auf jeden Fall hier hinten rausgerutscht. Gut ist auf jeden Fall schon mal, dass wir die gefunden haben. Aber ich glaube, die ist nur rausgerutscht, oder? Wir gucken uns das mal an. Eine Minute und er ist wieder repariert. Also jetzt sollte er wieder 4 WD haben. Oh. Und, stell mal die Rampen auf. Ja, stimmt, die haben wir auch dabei. Ja, Mann, lass mal Doppelsprung machen. Kunstsprung, los. Was sollen wir denn hier stellen? Oh yeah, 3 Rampen stehen bereit und unsere Mission ist jetzt synchron zu springen zu zweit. Schaffen wir das? Klar, Mann. Alter, dass er den Sprung überstanden hat, das ist schon nicht übel. Es wird immer schlimmer! What the fuck? Ah, guck mal! Das passt noch! Es geht noch, ey! Oh. Also 2x8 ist ein bisschen zu viel für die Rampe, ey! Ey, das gibt's doch nicht. Das war's dann auch mit der zweiten Rampe. Ey, wir spielen nicht, wie stabil ist die Rampe? Zweite Rampe ist jetzt auch hinüber. Also zwei fette DBXL 2.0. Das ist keine gute Idee auf diesen Rampen hier. Aber wisst ihr, was geil ist, Freunde? Die beiden Fahrzeuge, die leben noch, obwohl Andreas gefühlt jedes Mal so schlecht gelandet ist. Ich bin wirklich erstaunt. Ich sag's euch, der DBXL 2.0 ist ein unterschätztes Fahrzeug. Würde ich gerne viel öfters irgendwo sehen. Wir bashen jetzt nochmal ein bisschen. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Hier könnt ihr schon 2 weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace. Oh, scheiße. Nein. Das hatte ich nicht drauf. Ja, das war zu weit unten. Du bist doch echt blöd, Mann. Oh.